Reggie, ich bin alt und es scheint, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Ich überlege, welcher Tag es ist und ich habe keine Ahnung. Hey! Keiner! Papa Gray! Hey, was machst denn du da, Onkel? Soll ich dich zu dem Spezialisten bringen, der dir helfen könnte, dich wieder zu erinnern? Kommt Reggie später auch? Nein, es sind nur wir zwei. Aber Reggie wollte, dass du zu diesem Arzt gehst, also... Wir haben eine Behandlung entwickelt. Mr. Gray wird sich an alles erinnern können, was er je gewusst hat. Aber die Behandlung wird nur einmal funktionieren. Ist es das, was du willst? Ich habe noch so einiges zu erledigen. Und um das zu schaffen, brauche ich meine Erinnerungen. Mr. Gray, wie fühlen Sie sich? Besser denn je, so viel steht fest. Ich sehe jetzt alles so klar vor mir. In meinem Kopf läuft mein gesamtes Leben ab und es wirbelt nur so darin herum. Mein Onkel Koidok hat was gestohlen. Ein Schatz. Ich werde ihn finden. Papa Gray, ich mache mir Sorgen um dich. Die Degeneration nimmt immer schneller zu. Dann schreitet meine Demenz schneller voran als vorher. Aber ich muss das zu Ende bringen. Man muss dem Fluss seinen Lauf lassen. Und der Fluss weiß ganz genau, wohin er fließen muss.